Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte: Was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm: Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was soll ich dir tun? Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Fürbitten. Zu Jesus Christus, der dem Blinden das Augenlicht schenkte, wollen wir beten. Erfülle alle Christen mit deinem Licht und deiner Wahrheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Befreie die Menschen von der Blindheit ihrer Herzen. Mach uns sehend für die Not unserer Mitmenschen. Führe unsere Verstorbenen in das ewige Licht. Herr Jesus Christus, du Erlöser der Menschen, lass uns erkennen, was uns zum Heil dient, der du in der Einheit des Heiligen mit dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.